Das ist Lorenzo. Der 24-Jährige kämpft mit den harten Realitäten des italienischen Arbeitsmarktes. Seit kurzem hat er ein Universitätsdiplom in modernen Sprachen. Studiert hat er mit einem prestigeträchtigen Stipendium auch ein Jahr in den USA. Alles Dinge, die Lorenzo an den Start einer großen Karriere gehen lassen sollten, doch nichts dergleichen. Stattdessen ist er ständig auf Jobsuche. Nach der Rückkehr aus den USA habe er eine akademische Laufbahn einschlagen wollen oder eine als politischer Berater. Doch nun heiße es, er sei entweder überqualifiziert oder er habe keine Erfahrung. Es sei schon seltsam. With lack of experience, or I'm too young to have an experience. It's weird. Lorenzo startete mit anderen Aktivisten die Kampagne 1% ist nicht genug. Dabei wird darauf angespielt, dass die Regierung von den mehr als 200 Milliarden Euro Covid-Hilfsmaßnahmen nur 1% für die Jugendpolitik verwenden will. Dabei liegt in Italien die Jugendarbeitslosigkeit bei 30%. Italien sei ein Land, das mit seinen Investitionen in die Jugend weit hinter den anderen EU-Staaten herhinke, sagt Lorenzo. Die jetzt zugesagten 3 Milliarden während einer der größten Krise in der Geschichte überhaupt seien schon unter normalen Bedingungen nicht ausreichend, aber ganz sicher ungenügend in Zeiten der Pandemie. Die neue Regierung unter Mario Draghi ist gerade dabei, den Ausgabeplan für die Covid-Hilfsmittel fertigzustellen. Auf die 1% ist nicht genug Kampagne sind bereits einige Abgeordnete aufmerksam geworden, die die Jugendhilfe auf mindestens 3% aufstocken wollen. Ziel sei es, unbezahlte Praktika zu bekämpfen, da diese nur den Arbeitsmarkt manipulierten, sagt der Sozialdemokrat Massimo Ungar. Vielmehr brauche man ein Notprogramm, um junge Menschen in die Unternehmen zu bringen. Finanziert werden sollten diese Traineeships vom Staat. Um die Gelder aus Brüssel abrufen zu können, müssen die Mitgliedstaaten ihre nationalen Pläne bis Ende April der EU-Kommission vorlegen. Eines der Kriterien ist dabei die Investition in die Jugend. Und hier ist die Ausbildung von digitalen Kenntnissen besonders wichtig. Für digitale Jobs könnten junge Menschen vergleichsweise rasch ausgebildet werden, so EU-Arbeits- und Sozialkommissar Nicolas Schmit. Nach der Pandemie werde die Digitalisierung der Wirtschaft voranschreiten. Anders als bei den Ausgaben für den Kampf gegen den Klimawandel hat die Kommission keinen Mindestbetrag für die Jugendpolitik festgelegt. Bleibt die Hoffnung, dass die Mittel Menschen wie Lorenzo am Ende ausreichend unterstützen.